Diese Folge werden wir zur Kirche gehen und wir werden uns die Vorräte hier holen. Da hinten ist die Kirche eh schon. Nice. Gehen wir mal rein. Ins Kirchen. Wow. Wow. Ich dachte, wäre jetzt irgendwie eine Höhle oder ein Gebäude oder was, whatever. Aber ja, okay. Besser als nichts. Hi und herzlich willkommen hier zurück zu The Long Dark, Wintermute. Es ist immer noch Nacht, weil wir haben ja letzte Folge noch gepennt und noch eine auseinandergenommen. Und eben auch ein bisschen Zunderbündel hergestellt. Ja, das machen wir jetzt wieder, bis es Tag wird. Ganz kurz. Dauert nicht lang. Komm, werd doch hell, werd doch hell. Und Bild rechts oben zeigt schon an, dass die Folge schon, die Folge, genau. Dass die Sonne schon aufgeht, aufgegangen ist, mehr oder weniger. Ja. So, Zunderbündel, Zunderbündel, Zunderbündel. Mal mehrere Stück. Einige. Fünf Stapelpapier habe ich noch. Nice. Ich guck mal ganz kurz, wie viele Zunderbündel habe ich. 48. Not bad, not bad. So. Dieser Folge geht's weiter. Weiter in Richtung Brücke. Die hier. Da gehen wir hin. Die zur Wegelagerei. Und dann werden wir da wieder so da durchgehen. Zum Haus runter. Weil ich meine, von hier nach da war es nicht weit. Und deshalb können wir das da auf dem Weg heute auch schaffen, denke ich. Außer wir haben einen wölflichen Zwischenfall. Und ich sollte noch was essen. Wir haben uns letzte Folge noch so voll gefressen, aber das bringt anscheinend nichts. Ich esse mal das, weil warum denn nicht? So, nicht mal das macht uns ganz voll. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. So, aber jetzt geht's uns gut. Außer es kommt gleich ein Nebel. Ich lese da unten links Nebel. Und genau, kommt gleich ein Nebel vorbei. Ganz bestimmt. Ich rieche ein bisschen anziehend. Eins von drei Anziehungspunkten habe ich. Attraktivitätspunkten. Und ich bin überladen, merke ich gerade. Oh, scheiße. Eine Magnesiumfackel. Noch eine. Schön. Der Kofferraum ist offen. Cool. What have we here? Eine Magnesiumfackel. Was ein Wunder. Also. Gut, nix. Ein bisschen sprinten können wir. 35 Kilo haben wir. Sind langsamer als normal. Wenn es hier im Weg irgendwo ein Wolf lauert, dann habe ich ein Problem. Aber soweit ich sehe, sieht es ziemlich clean aus. Und ich bin halt arschlangsam. Und es ist arschkalt. Toll. Das ist sehr nice. Sprechvorgang? Help? Wenn es weitergeht, muss ich mir irgendwo ein Feuer machen. Ich stehe voll drin. Gashebel ist auf Anschlag. So. Boah, da sind wir nur weit weg. Dramhaft. Ich werde mich hier mal häuslich niederlassen. Ganz kurz Feuer machen. Das ist fast ein bisschen offen.
pfeift der Wind durch von da oben. Maybe hier? Ist hier windgeschützt? Ja, hier ist windstill. Lageraktion, Feuer. So, Sonderbündel. My fingers feel numb. My fingers feel so numb. Na 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 na. Schön. So, schön. Adele. Wieder Jens kurz aufwärmen. So, haben wir irgendwas Unnötiges dabei, was wir nicht brauchen? Ein bisschen Kleidung. Das hier kann weg. Das, was da liegt. Jetzt haben wir 33,4 Kilo. Na toll. 13 Bücher, ja, die sind schwer. Alter, 6,5 Kilo. Ich soll zum Anzünden vielleicht Bücher nehmen, oder kann ich? Gehen wir auf 3 Stunden. So. Jetzt habe ich 31 Kilo fast. So, 19 Grad. Dann die volle Holzleistung. Holzbrennleistung. 3 Stunden lang. Wir können hier ganz kurz. Was können wir da machen? Eigentlich können wir warten. 2 Stunden. So. Jetzt ist eh wieder. Ist mir eh wieder gut aufgewärmt. Trinken wir noch mal einen Schluck. Jetzt sind wir bei 30,8 Kilo. Stoff haben wir. Einiges mit. Was können wir dann ablegen? Holz würde ich gerne mitnehmen. Nee. Ganz sicher nicht. In diesem Fackel behalte ich sowieso. Dosen brauche ich nicht. Nähzeug haben wir zweimal. Bei dem 0,09 Kilo. Das bringt uns gar nicht weiter. Jetzt da noch ein Buch reinschmeiß. Oh, komm, ich schmeiß das Nähzeug weg. Oder das hier. Schön. Dann gehen wir mal weiter. Jetzt sind wir um einiges schneller. Und es ist auch nicht mehr ganz so kalt. Doch, ist es. Scheiße. Lala. Vielleicht schaffen wir es ja. Und ich gucke schon wieder in Richtung Kamera. Das ist eine blöde Angewohnheit. Komm, ich habe nicht ewig Zeit. So. Ist doch ganz bestimmt irgendwo ein Wolf, oder? Was sind das hier? Achso. Hier nicht, hier bin ich safe. Zumindest erstmal. Ja, hier hätten wir echt ein Problem mit dem Wolf, ne? Weil wir können uns nicht in ein Fahrzeug verstecken. Das war ein Hirsch. Aber trotzdem.
Wenn der Hirsch wegläuft, ist ein Wolf nicht weit. Meistens. Oder er hat sich vorne erschrocken. Das wäre mir lieber. Ach, boah. Ja, Hälfte haben wir schon. Da wird ganz bestimmt noch irgendwann Wolf sein. Ich könnte noch lecker Kaninchen mitnehmen. Falls sie mal noch anziehen, dafür Wölfe. Ich habe sonst eigentlich nichts zu essen. Wolf, der gegen der Wand läuft. Bis er nicht den Berg hochkommt. Und das sind zwei. Und ich gehe darauf. Bitte nicht. Nein, nicht hier rüberkommen. No. Oh Mann. Komm ich da durch? Ich muss da durch. Was haben wir denn hier? Tannenholz. Nein. How about no? So, überlebt. Wir haben noch immer keine Brechstange. Schön. Die Musik ist auch sehr angenehm. So, dann gehen wir weiter. Boah, hier ist es echt kalt, ne? Aber so weit haben wir nicht mehr. Weil dort ist nur eine Brücke und sonst nichts. Das ist eventuell ein wenig ein Problem. Sieht schon geil aus irgendwo. So. Gleich sind wir da bei der Brücke. Ja, da ist er schon. Da haben wir sie. Amalebruck. Now to find that secret stash. Ein Geheimvorrat. Okay. Here it is. Wow. Just what I need. Ooh. So. Dann kleiden wir uns mal um, whatever. Too much stuff to carry. Ja, warte. Na schön. Hier drin kann ich nichts ablegen. Cold is making my head feel thick. Ja. Das könnte ein Problem werden. Scheiße. Bandbeschleuniger. Zeitungspapier haben wir ja noch nicht genug. So, du, jetzt wird es echt ein Problem, ne? Brauch jetzt eventuell ein bisschen ein Plätzchen. Wo es windstill ist, das wäre ganz toll.
melden. Ist hier irgendwo windstill? Oh ja. Da war es doch gerade irgendwo im windstill. Hier irgendwo, ja, genau hier. So, Sonder und ein Büchlein. Haben wir ja gar keine. So, heiz mir mal ein. Come on. So. Well, thank goodness for that. Komm, mal rein damit. So, Essen haben wir eh noch. Also wir sind noch nicht so hungrig gerade. 12 Grad Herzleistung. Nein, aber ein bisschen mehr draus. 15 Grad, bin schneller wieder warm. So, für 2 Stunden hält das Feuer. Wir sind jetzt hier. Da geht es irgendwo weiter. Und da dürfte es irgendwo runtergehen. Also da vorne links irgendwo. Ich werde aber zuerst hier noch ein bisschen gucken. So. Warten wir nochmal. Ein bisschen. So. Ist noch kälter geworden, oder? Ich denke schon. Scheiße. So, ich guck ganz kurz nach da hinten. Steht noch ein Auto. Nix. Excellent. Jawohl. Schön, schön. So, dann gehen wir dann nochmal in die Richtung ganz kurz. Jetzt könnten wir uns theoretisch sogar im Auto aufwärmen. Boah, der Wind, ne? Der bremst uns gut. Too heavy. Too heavy, ja. Ja. Das macht uns müde. Das ist nicht so geil. Geht's da weiter? Nicht, ne? Ja, toll. Wo kommen die Autos dann her? Da geht's halt rauf, aber was tun wir da? Außer nix. Ich guck trotzdem mal. Bis uns wieder kalt wird. Kommen wir denn hier hin? So. Hier ist nix. Schön. Vielleicht ist oben was. Eine Art Höhle oder was auch immer. Ich sehe es nicht so genau.
Ja. Aber die müssen wir so betreten, ne? Ich nehme die Laterne in die Hand. Wenn wir die noch dabei haben. Ja, Hammer. Aktion erfüllen. So. Ja. Komm, jetzt mach. Wir wärmen uns auf hier drin. Schön. Ich hoffe, ich mache hier keinen Scheiß. Drop any of this gear. Oh. Lesen. Im Sturm verirrt. Ich bin mit den anderen aufgebrochen, aber der Sturm wurde so schlimm, dass ich nicht so schnell genug hinterherkam. Einige sind umgekehrt, um das Ende des Sturms in der alten Kirche abzuwarten. Ich bin weitergelaufen, aber anscheinend irgendwo falsch abgebogen. Am Morgen gehe ich weiter zurück und schaue, ob ich Spuren finden kann. Der Brief ist unterzeichnet mit Alice. Nehme ich mit. Ich hatte mir das Zeug. Wir sind so voll. Das ist nicht mehr normal. Wir können. Die hier sind, ja. Ja. Wegschmeißen. Dann sind wir schon mal nicht mehr ganz so schwer. Ja, was ist denn da sonst so schwer? Ich glaube einfach, overall das Zeug, was ich mit habe, ist schwer. Ich hoffe, wir haben mal keinen Jumpscare, weil sonst... Bye. Warum ist das da vorne hell? Warum leuchtet der grün? Eine Leiche. Schlafsackhammer, den nehme ich nicht mit. Oh, okay. Der Zusammenbruch. Eine stabile Wirtschaft, whatever. Das brauchen wir. Ja, die kann ich auch mal löschen. Eins ist eine Fackel. Nein, danke. Ja, okay. So. Bartflechte und Zeugs. Ich schau mal gleich auf die Karte, wo ich bin. Ich bin irgendwo. Gut. Toll. Sehr toll. Zumindest habe ich ein wenig Zeug mit.
kann sein, dass wir da unten schon gewesen sind, ne? Kann halt wirklich sein. Haben wir irgendeine Malerei auf dem Stein? Oder? Nö. Okay. Ich dachte nur kurz. Könnte ja sein. So. In der nächsten Folge geht es aber weiter. Denn... Ui. Wie kommen wir hier wieder weg? Das... Ja. Da geht's runter. Bitte nichts brechen. Das wäre gar nicht gut. So, ja, wie gesagt, nächste Folge geht's weiter. Und das, da könnten wir echt schon gewesen sein. Auch nicht blöd. Ja, da ist ein Lagerfeuer. Hier waren wir schon, hier waren wir schon. Ja, zum dritten Mal, nächste Folge geht's weiter. Macht's gut, haut rein, ich bin raus. Bis dahin, ciao, ciao.